Selkom, Hannover 96 hat einen neuen Cheftrainer. Gut, neu ist nicht so richtig, aber alt auch nicht. Also Hannover 96 hat Christoph Dabrowski mit der Aufgabe betreut, den Kader bis zum Ende der Saison zu betreuen. Was ist denn hier los, rhetorisch? Meine Güte, herzlich willkommen zum nächsten Video. Wir haben einen neuen Coach und dieser Coach stand bereits die letzten drei Spiele an der Seitenlinie. Christoph Dabrowski, ehemaliger Spieler. Wir haben schon lange und oft genug über ihn geredet. Aber trotzdem möchte ich das heute nochmal so ein bisschen zusammenfassen, was jetzt die letzten Tage über passiert ist und was jetzt angekündigt wurde für die Winterpause. Ich bin jetzt hier kein 96 News Channel, das werde ich auch nie werden. Ich sage ja hier im Endeffekt immer meine Meinung über die ganze Situation, aber viele von euch interessiert das ja dementsprechend. Hier einfach nochmal ein Video dazu und aus Mangel an Alternativen, weil ich momentan gerne noch ein Video oder ich würde gerne jetzt ein Video vor der Transferphase machen über die Transfers, die ich mir wünsche. Das werde ich, wenn euch das interessiert, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, lasst mir ein Like aufs Video da, wenn euch das gefallen sollte, die Idee. Werde ich dann im Laufe der Winterpause auch noch machen, also bis zum 8. Januar geht die ja, glaube ich. Allerdings tue ich mich da immer ein bisschen schwer mit, weil ich habe zwar gütige Beihilfe, weil Twitter Gott sei Dank sehr aktiv ist in dieser Hinsicht, aber nichtsdestotrotz, ich will ja nicht komplett unrealistische Sachen sagen und das wirklich einzuschätzen, wie realistisch was ist, ist halt schwierig. Gar nicht in erster Linie, weil ich nicht weiß, was in Markus Manns Kopf vorgeht, wie die scouten, was die scouten. Von daher sind es immer nur Schüsse ins Blaue, aber damit tue ich mich schwer. Deswegen lasst mich einfach mal machen. Ich kriege das schon hin, wenn ihr überhaupt Interesse daran habt. Wie gesagt, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr Vorschläge habt oder Spieler, bei denen ihr sagt, hier, das könnte ich mir aus dem und dem Grund vorstellen, oder den finde ich aus dem und dem Grund interessant. Sollte jetzt nicht Cristiano Ronaldo sein, das ist relativ unrealistisch. Der ist vielleicht mittlerweile ein bisschen zu alt für Hannover 96. Dann schreibt mir das einfach mal unten rein. Dann werde ich das auch mit berücksichtigen. Aber heute geht es nochmal um dieses 1 zu 4 am Wochenende und um den Transfer in Anführungsstrichen von der U23 Christoph Dabrowski zum Cheftrainer Christoph Dabrowski bei den Profis. Was zeigt das bei Hannover 96? Man könnte jetzt einerseits sagen, dass man aus der Vergangenheit nicht gelernt hat. Denn im Sommer wurde Jan Zimmermann als Trainer installiert, der keine Profierfahrung hatte. Hat Havelse aus der Regionalliga in die dritte Liga geführt, wo sie aktuell ziemlich dicht am Abgrund stehen und wurde nach relativ kurzer Zeit wieder entlassen. Viele fanden ihn sympathisch, mir eingeschlossen. Viele haben sich gewünscht, dass er über lange, lange Zeit Hannover 96 trainieren wird. Die sportlichen Ergebnisse haben dies aber leider nicht zugelassen und dementsprechend wurde er entlassen. Danach kam interimsweise jetzt Christoph Dabrowski, hat die ersten beiden Spiele gewonnen, zugegebenermaßen beide glücklich, und das dritte Spiel jetzt gegen Werder Bremen verloren und wird jetzt an der Seitenlinie bleiben. Zumindest mal bis Saisonende. Danach will man sich zusammensetzen, hat zumindest Martin Kind gesagt, der ja das Sprachrohr ist, auch wenn das eigentlich gar nicht seine Aufgabe ist, und wird evaluieren, inwiefern diese Arbeit weitergehen wird oder eben auch nicht. Na, vielleicht hat Dabrowski keinen Bock mehr, vielleicht gibt es andere Optionen am Markt, vielleicht war es sportlich auch nicht so, dass man weitermachen möchte. Gibt ja die verschiedensten Szenarien. Ich finde es prinzipiell erstmal gut, ihn nicht mit einem langfristigen Vertrag auszustatten, weil 96 hat in den letzten Jahren bewiesen, dass das eine relativ kurze Halbwertszeit hat, wenn ein Trainer bei 96 anfängt. Erstens, weil Zimbo halt nur 3 Monate gefühlt da war. Zweitens, weil selbst erfahrene Trainer, die 96 schon kennen, wie Mirko Slomka, nur 3 Monate da waren. Und drittens, weil auch ansonsten der längste Trainer in den letzten Jahren André Breitenreiter war. Und das ist schon eine ganze Ecke her. Seitdem hatten wir unter anderem auch Kenan Kocak, der jetzt auch nicht so richtig lange da war. Länger sicherlich als Zimbo, länger als Slomka, aber trotzdem auch nicht so richtig lange. Das ist dementsprechend ein gutes Zeichen. Man könnte jetzt sagen, ja gut, wenn du ihm nicht das Vertrauen gibst oder wenn du nicht glaubst, dass er langfristig weiterhelfen kann, dann lass es doch gleich bleiben. Dann braucht er auch nicht diesen Vertrag bis Saisonende, was ja mehr oder weniger nichts Halbes, nichts Ganzes ist. Man kann alles sehr schwarz malen bei 96, das wird ja auch oft gemacht und oft leider Gottes auch zu Recht. Ich finde das allerdings gut. Wir wissen noch nicht, wie Dabrowski auf Dauer als Cheftrainer funktionieren wird. Wir wissen noch nicht, wie die Mannschaft ihn annimmt, auch wenn das ziemlich gut aussieht und sich auch so anhört, als hätte die Mannschaft wirklich Bock. Und wir wissen vor allem noch nicht, wie er sich in dieser Aufgabe auf Dauer fühlt. Vielleicht sagt er ja nach 6 Monaten, Leute, das war jetzt sportlich so mäßig erfolgreich, war okay. Ich habe mich auch mit der Mannschaft gut verstanden, aber irgendwie Profitrainer ist jetzt zum momentanen Zeitpunkt noch nichts für mich. Ich würde gern wieder in der Jugend arbeiten. Völlig richtig. Und warum sollte man ihm das dann mit einem langfristigen Vertrag verbauen? Also ich glaube, für alle Seiten ist es die richtige Entscheidung, das Ganze erstmal bis Saisonende zu machen. Und das heißt ja noch lange nicht, dass das dann irgendwie endet. Das kann ja genauso gut weitergehen. Aber wir warten das Ganze mal ab. Ich finde es erstmal gut, dass ihm das Vertrauen gegeben wurde. Es hat nach dem Spiel gegen Bremen ein bisschen länger gedauert als erwartet. Viele haben gedacht, weil gesagt wurde, es wird zeitnah verkündet, dass es am gleichen Tag passiert oder am Tag danach. Es ist dann der Dienstag geworden. Für mich ist das zeitnah.
Aber zeitnah ist halt eben auch ein subjektiver Begriff, den kann man interpretieren, wie man möchte. Ich finde den Ablauf so gut, weil man sich wahrscheinlich nach dem Bremen-Spiel auch nochmal die Zeit genommen, so interpretiere ich das, vielleicht seht ihr das ganz anders, man hat sich nach dem Bremen-Spiel nochmal die Zeit genommen, das Ganze nochmal anzuschauen, das Ganze nochmal vielleicht in den Kontext zu setzen, auch die beiden Spiele davor, die Siege gegen Ingolstadt und den HSV, und hat dann gesagt, gut, alles klar, auf der Grundlage können wir weiterarbeiten, auch wenn das letzte Ergebnis jetzt nicht so gut war. Hätte man ihm Freifahrtschein gegeben und wir hätten jetzt 1-4 verloren oder uns katastrophal präsentiert am Sonntag und wir hätten ihn trotzdem verkündet, wäre es genauso schlecht gewesen. Hätten wir jetzt dieses 1-4 gehabt und wir hätten ihn nicht genommen als Trainer, hätte es auch Kritik gegeben. Also egal, wie du es aktuell machst, das ist im Profifußball generell so, du kannst es ja kaum richtig machen. Aber ich finde es ziemlich, ziemlich gut, wie es jetzt gelaufen ist. Dass Martin Kind sich dazwischen schaltet, wobei ja Markus Mann eigentlich die notwendigen Kompetenzen eingeräumt hat und wo Markus Mann auch wirklich wie ein sehr kompetenter Ansprechpartner wirkt. Der erste seit langer, langer Zeit, der ihm wirklich das Gefühl gibt, der weiß, was er tut auf dieser Managerposition bei Hannover 96. Das ist ärgerlich. Aber andererseits ist es halt Martin Kind, den kennen wir ja seit Jahrzehnten bei Hannover 96, von daher, den kriegst du halt so schnell erstmal nicht weg. Mal gucken, wie man sich weiter emanzipieren wird. Bisher sieht es ja so aus, als ob er ihm wirklich Paroli bieten könnte. Das muss er auch weiterhin machen, ansonsten hast du nämlich als Sportdirektor bei Hannover 96 überhaupt keine Zukunft und nichts verloren. Wir brauchen jemand Starkes da an der Seitenlinie, beziehungsweise auf dem Sportdirektorenposten oder Managerposten oder wie auch immer man das beschreiben möchte. Und wir brauchen jemand Starkes als Trainer. Und wenn man sich anguckt, welches Video 96 da gepostet oder was für ein Video, als Vorstellung sozusagen für Dabrowski, dann kann man sich schon vorstellen, okay, der Verein, die Fans, es haben alle eigentlich Bock, diesen Weg zu gehen und Bock auf diese neue Aufgabe von Christoph Dabrowski. Der Kerl ist super leidenschaftlich, ist schon seit super langer Zeit Nachwuchstrainer, ist ehemaliger Profi, identifiziert sich also auch mit Hannover 96, also all das, was ich die letzten Wochen gesagt habe. Es gibt dementsprechend kaum was Negatives an diesem Video, an dieser Präsentation und an Dabro als Trainer auszusetzen. Das Einzige, was ein Geschmäckler hat, und das, ja, habe ich da gar nicht erst drin gesehen, sondern erst in den Kommentaren gelesen, wahrscheinlich ist es auch schon wieder zu schwarzmalerisch, aber es ist schon ein leichter Disrespect gegenüber Zimbo. Weil man postet, so wird es jetzt an der Seitenlinie aussehen, postet aus den drei Spielen den Elan und die, ja, die Power von Christoph Dabrowski und denkt sich, gut, bei Zimbo sah das über weite Strecken nicht so aus, aber ist das jetzt ein Seitenhieb in seine Richtung? Ist das wirklich notwendig? Oder ist es einfach nur, um Dabrowski zu motivieren, in Anführungsstrichen, um ihm zu zeigen, hier, wir bauen auf dich und wir glauben daran, dass das gut ist und uns gefällt, was wir da bisher gesehen haben? Das ist ein bisschen schwierig. Ich glaube eher das Zweitere. Ich glaube, man will Dabo das Gefühl geben, du bist hier gebraucht, du bist hier herzlich willkommen und alle haben Bock auf deine Arbeit. Aber es hat zumindest, wie fast alles, was Hannover 96 in den letzten Jahren macht, immer mal so einen faden Beigeschmack mit dabei. Ich glaube, dass er diese Mannschaft formen kann. Ich glaube, dass er diese Mannschaft formen wird. Man hat zuletzt gelesen, dass einige Spieler gehen könnten im Winter, unter anderem Valmir Suleimani, unter anderem Flo Muslia, unter anderem Mike Franz. Das sind alles Transfers, die ich verstehen könnte. Allerdings bin ich der Meinung, dass gerade Dabrowski solche Spieler wie Muslia und wie Suleimani auch formen kann und weiterentwickeln kann. Mike Franz hat nicht geklappt. Schade Schokolade, das Ding gegen Bremen, das Tor von Duxch geht auf deine Kappe, lassen wir es gut sein. Hat nicht gereicht, schade, guter Typ, super Charakter, bei Hannover 96 einfach nicht richtig gewesen. Vielleicht hat auch der FC Saarbrücken, was im Sommer schon gerüchtet wurde. Die anderen beiden, bei Muslia, der kritisch gesehen wird bei Hannover 96, auch von mir, und bei Suleimani, vor allem bei Suleimani, wäre ich vorsichtig, die jetzt abzugeben. Dabrowski hat hinlänglich bewiesen, weil er halt unser Jugendtrainer war, dass der mit jungen Spielern arbeiten kann, dass er die weiterentwickeln kann. Wenn man sich dieses Video anguckt, ich habe es auch schon angesprochen, jetzt im letzten Video zum Bremen-Spiel, wenn man sich dieses Video anguckt, sieht man, der nimmt die Spieler beiseite, der versucht, die individuell weiterzuentwickeln, der gibt denen durch seine Körpergröße, durch diese Statur, die der mitbringt, dadurch, dass der 1,95 groß ist und auch wirkt, als wäre er ein Riese im Vergleich zu Meiner oder Bayer, das Gefühl, dass, ja, was bei Zimmermann häufig gesagt wurde, lass das mal den Papa machen, der Papa erklärt dir jetzt mal, wie das läuft hier. Ja, der Stromberg unter den 96-Trainern quasi. Nur wahrscheinlich rhetorisch ein bisschen stärker. Wobei das auch schwierig ist. Ich habe die Serie zuletzt zweimal durchgeguckt. Legendär. Wie viele Zitate man darauf... Wahnsinn. Liebe Grüße an der Stelle an Jasper. Ich glaube, dass der Suleimani und Muslia in die richtige Richtung drehen kann. Suleimani fehlt Spielpraxis meiner Meinung nach. Ich glaube, wenn der mal nachhaltig Spielpraxis bekommen würde, Minuten bekommen würde, dann würde der einen ziemlichen Entwicklungssprung machen, weil der ist ja gut an sich und ich glaube auch, dass man den als Sturmspitze durchaus mal aufstellen könnte neben Bayer, beziehungsweise gegebenenfalls auch hinter Bayer. Also so als hängende Spitze. Oder von mir aus auch neben Hinterseher und Weidern und Bayer dann eben auf Außen. Der hat ja das Tempo dafür. Der ist zwar im Sturmzentrum meiner Meinung nach besser. Aber gegen Bremen haben wir ja gesehen, über Außen ging vieles. Über Außen ging auch oft Bayer. Nur dann war halt im Zentrum keiner mehr. Und da wäre ein Suleimani gut aufgehoben. Genauso wie ein Weidern übrigens auch.
Und ich halte viel von Valmir. Ich glaube, dass das ein wirklich geiler Kicker ist, der vor allem diese Position bekleidet, die bei uns problematisch ist, nämlich die Goalgetter-Position. Und der ist torgefährlich ohne Ende. Gib ihm nur die Chance, das zu zeigen. Vielleicht drängt er sich im Training nicht auf. Es wird irgendeinen Grund haben, dass er nicht spielt. Aber es wäre schon schön, wenn Dabo den hinbiegen könnte. Bei Muslia ähnliche Geschichte. Ich glaube, bei dem ist es einfach nur, der ist halt zwischen Genie und Wahnsinn. Der ist zwischen Himmel und Hölle. Mal haut er so ein Ding raus wie gegen Düsseldorf, mal spielt er, als wenn er gar keinen Bock hätte. Das ist halt wirklich schwierig. Dabo wird das besser einschätzen können. Er sieht in dem Training, es muss klar rausgestellt werden, Flo, hast du Bock hier zu kicken? Hast du Bock noch hier zu arbeiten? Ansonsten schade, du hast mega Potenzial. Vielleicht entfaltest du es irgendwo anders. Vielleicht klappt es bei 96 einfach aus verschiedensten Gründen nicht. Geil und Dua ist noch so ein weiterer Spieler. Stand jetzt am Wochenende nicht im Kader, wurde auch viel Kritik schon wieder geübt an ihm beziehungsweise an den Personalentscheidungen von 96. Ich bleibe dabei, dass dieser Transfer nicht schlecht war im Sommer und ich bleibe dabei, dass Ondua ein guter Sechser ist, der sich sicherlich noch zurechtfinden muss in dieser Liga, aber der auch mal mentale Probleme haben darf, egal in welcher Hinsicht es war. Wenn es physisch war, wenn es psychisch war, jeder Mensch darf mal einen schlechten Tag haben und darf dann auch mal nicht spielen. Ich habe schon im Bremen-Video gesagt. Und den dementsprechend jetzt vom Hof zu jagen, andererseits, es wird halt berichtet, dass er eine Diva ist im Training, dass er gar keinen Bock hat, dass er mehrfach zu spät gekommen ist. Das zeugt halt nicht von einer guten Einstellung. Vielleicht hat er irgendwelche privaten Probleme. Wir sollten gerade bei Hannover 96 wissen, dass man mit sowas nicht spaßen sollte, wenn jemand irgendwie Anzeichen davon hat, dass es einem nicht gut geht, physisch oder psychisch. Physisch ist Quatsch, psychisch. Sondern sollte man vielleicht rausfinden, woran liegt es denn? Das muss ja irgendwo drin begründet liegen. Und nachdem Zimbo ja gesagt hat, dass er leistungsbezogen aufgestellt hat und die, die im Training am besten waren, auf dem Platz standen, spricht das nicht unbedingt dafür, dass Ondua nicht der Trainingstyp ist. Meiner Meinung nach. Vielleicht liege ich da auch falsch. Vielleicht hat Zimbo auch nur Quatsch erzählt. Kein Plan. Aber ich glaube, dass man aus dem noch was machen kann. Und man sieht es in der Bundesliga, weswegen ich nochmal ganz klar sagen möchte, diese Hinrunde war nicht gut. Diese Hinrunde war Durchschnitt bis unterer Durchschnitt. Für die Ansprüche von Hannover 96 eher unterer Durchschnitt. Aber es werden mir Spieler viel zu schnell abgeschrieben. Maxi Bayer wird in den Himmel gelobt, der macht das auch gut. Aber der ist halt jung und spektakulär. Ein Hinterseher wird, da wird so getan, als ob der kein Fußball spielen könnte. Nur weil er nicht getroffen hat bisher. Leute, wir haben übrigens insgesamt erst 13 Tore. Also die anderen Spieler können genauso wenig was. Linden Meiner genau die gleiche Geschichte. Den habe ich ja mehr oder weniger abgeschrieben. Aber der kann auch einfach nicht sein Spiel spielen bei Hannover 96. So, dann auch ein geil Ondua. Ein Luca Kreins vielleicht, ich weiß es ja nicht. So, ich sehe einen Kreins aktuell nicht unter dem Level von Marcel Franke, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht den nochmal reinwerfen. Auch ein Yannick Dehm, von dem haben wir bisher noch gar nichts gesehen. Vielleicht ist der ja auch nochmal eine Option, auch wenn Buro ja eigentlich unersetzbar ist auf der rechten Seite. Aber vielleicht kannst du den irgendwie umschulen, auf irgendeine andere Position stellen. Was weiß ich. Nur weil du bei einem Verein Anlaufzeit brauchst, heißt es nicht, dass du ein schlechter Spieler bist. Schaut mal in die Bundesliga. Wir haben das Beispiel unter anderem bei 50 plus 2 im Podcast gehört. Wer das nicht gehört hat, der sollte sich diesen Podcast generell anhören von Niklas Levinson und Nico Heimann. Keine Ahnung, wie der heißt. Auf jeden Fall von One Football, jetzt Calcio Berlin. Schrecklicher Name übrigens. Der Lindström hat auch Anlaufzeit gebraucht. André Silva hat Anlaufzeit jetzt in Leipzig gebraucht. Die letzten Spiele lief es dann wieder besser. Gut, gegen Bielefeld jetzt nicht unbedingt, aber davor hat er getroffen. Vielleicht ist das einfach auch bei Ondua so. Vielleicht muss der sich erstmal aus der Schweizer Liga an diese physische zweite Bundesliga gewöhnen. Vielleicht dauert das einen Moment. Das heißt nicht automatisch, dass er nicht klarkommt oder nicht, dass er nicht irgendwann funktionieren kann. Der ist auch noch relativ jung, der ist ja noch nicht komplett verbraucht. Das ist ja kein Mike Franz, ohne es böse zu meinen. Das ist ja kein Mike Franz, der am Ende seiner Karriere steht, sondern der steht im Saft. Und irgendwie muss man den auch anpacken können. Und ich glaube, Dabrowski kann das. Und ich glaube, Dabrowski kann sowohl Muslia als auch Sulaimani als auch Muslia Ondua weiterentwickeln. Linden Meiner genau das Gleiche, aber die Frage ist halt, wollen diese Spieler bleiben, wollen diese Spieler unbedingt mit diesem Verein erfolgreich sein oder sagen sie, es mir ist egal, wie es mit dem Verein weitergeht, weil dann können sie auch jetzt wechseln und dann kannst du lieber auf den Positionen andere Spieler weiterentwickeln, weil wenn wir einen lustlosen Muslia, einen lustlosen Ondua, einen lustlosen Meiner oder einen lustlosen Sulaimani in der Startelf stehen haben, dann hilft das niemandem, weder dem Spieler noch dem Verein. Und dann kannst du die lieber gehen lassen oder verkaufen oder wie auch immer oder ausleihen und kannst lieber irgendwelchen anderen Jungs die Chance geben, die mehr dafür brennen zu spielen. Ich glaube auch, dass unsere Jugend mehr gefördert wird, mit Dabrowski, da gehe ich ganz stark von aus. Aber das ist ein Thema vielleicht fürs nächste Video, wenn es um Zugänge geht und um Abgänge. Weil dann spreche ich nochmal genau über die Transfers, wenn ihr da Bock drauf habt. Und wenn ihr mögt, dann nicht nur über halt Zugänge, sondern auch, was ich davon halte, über die Leute, die gehen sollten oder wer in meinen Augen gehen sollte und was ich von den generellen Transferkandidaten halte. Beziehungsweise, das habe ich gerade schon gesagt, dann würde ich einfach nur sagen, wer in meinen Augen gehen sollte. Also dann würde ich wirklich ein Video machen, das wäre meine Transferphase. Auf diese Spieler sollte man Augenmerk legen, auf diese Spieler, da sollte man darauf achten, dass man die schnellstmöglich los wird. Meine subjektive Meinung, könnt dann eure gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr sehen wollt, schreibt es mir in die Kommentare. Das soll es für heute gewesen sein. Nochmal meine Einordnung zu Christoph Dabrowski. Bin gespannt, wie es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen, Kanal abonnieren. Ihr werdet in den nächsten Wochen und Monaten viel 96-Content bekommen, weil ich auch merke, dass der bei euch gut ankommt.
Und ja, ansonsten folgt mir auf Instagram. Auch der Link ist in der Videobeschreibung, wurde auch am Anfang des Videos einmal eingeblendet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Winterpause. Bescheuerte Erfindung. Naja. Es gibt diese Woche noch eine Tierlist mit Jasper. Klassenunterschied, unser Podcast. Wahrscheinlich am Samstag. Gehe ich zumindest mal von aus. Wir nehmen es morgen auf. Da geht es ein bisschen mehr um die Premier League. Vielleicht interessiert das ja auch den einen oder anderen von euch. Deswegen gerne mal auch die Glocke abonnieren. Aktivieren. Bis dahin, macht's gut, haut rein. Und ciao.